Es wurde gekämpft, es wurde diskutiert, es wurde sich gestritten und jetzt werden hinter gleich drei Beefs die Haken gesetzt und die Dinge geklärt. Es geht um Manuelsen vs. Bösemann, Manuelsen vs. Arafat und Manuelsen vs. Mois. Wir gehen rein. Der Kampf von Bösemann und Manuelsen zieht weiter seine Kreise und hat in den letzten Tagen für eine kleinere Auseinandersetzung zwischen Manuelsen und Arafat und für eine ordentliche Eskalation zwischen Manuelsen und Mois gesorgt. Wer sich allerdings seit seinem Sieg auffallend wenig geäußert hatte, war Bösemann selbst. Bis jetzt. Denn gestern kam eine neue Folge Platzaxt von ihm raus und Bösemann quatscht dann mal ein bisschen über den Kampf. Außerdem gibt's ein paar direkte Worte an Manuelsen, von dessen Verhalten sich Bösemann offenbar enttäuscht zeigt. Zunächst einmal zeigt Bösemann, was er aus dem Kampf davongetragen hat, und zwar ein ordentliches Pfeilchen. Bösemann erzählt hier, dass ein großer Streitpunkt zwischen ihm und Manuelsen, ja Bösemanns damaliger White Power Spruch gewesen sei, bezogen auf sein und Fatos T-Shirt damals, was irgendwie halt falsch rübergekommen sei, laut Bösemann. Später hatte Bösemann dann in seiner Reaction darauf diesen Spruch selbst als Fehler bezeichnet und gesagt, Manuelsen habe dafür bei dem Kampf einen Schlag frei und genau aus diesem soll jetzt das Pfeilchen von Bösemann entstanden sein. Und das sei dann laut Bösemann auch vollkommen verdient nach seinem beknackten Spruch mit White Power. Im weiteren Verlauf geht Bösemann dann aber auch darauf ein, was seiner Meinung nach alles andere als verdient gewesen sei. Und hierbei geht es dann auch um Manuelsens Verhalten nach dem Kampf. Aber erstmal kurz. Überall hört man von steigenden Preisen, Inflation, Hilfspaketen, dies, das, jenes. Aber wisst ihr, was die Inflation wirklich ausgleicht? Wenn man mit dem Code RAP10 10% beim Einkauf bei SEKPLUS spart. Scholz, so macht man das. So sagt Bösemann, er fände es nicht in Ordnung, dass in den YouTube-Reaktionen von Mazdak, Sufjan Roos oder weiteren versucht würde, seine eigene Leistung in diesem Kampf kleinzureden. Was ihn aber besonders hart getroffen habe, sei das Nachtreten von Manuelsen nach dem Kampf. Er selber habe seinen Respekt gezeigt, Fairplay, handgereicht und so weiter, Respekt ausgesprochen. In einem Livestream von Manuelsen aber habe dann jemand, eine Frau aus dem Off, gesagt, Doping und Drogen und dass jeder, dass man gesehen hat, dass ich gezogen habe. Das habe Bösemann sehr getroffen und er mache dafür Manuelsen persönlich verantwortlich. Seine Leistung werde runtergeredet und auf Drogenkonsum reduziert. Für Bösemann sei das ganze Ding mit Beef, mit Manuelsen eigentlich mit dem Kampf im Ring vorbei gewesen und er habe auch keinen Groll mehr gehegt. Aber dieses Verhalten von Manuelsen gehe dann offenbar für ihn einfach nicht klar. Ich rauche keine Zigaretten, ich trinke keinen Alkohol und Drogenkonsum ist sowieso absolutes Tabu, okay? Er sei so, wie er sei, weil er einen harten Weg hinter sich habe und auch generell sei es unnütz, vor dem Kampf irgendwas zu konsumieren. Und so hat Bösemann dann eine ganz direkte Forderung an Manuelsen. Ich verlange eine Entschuldigung. Von Manuelsen verlange ich eine Entschuldigung für diese Unterstellung. Es sei nämlich nicht in Ordnung, seine Leistung zu schmälern und allen, die nach Ausreden für Manuelsens Verlieren suchen würden, sagt Bösemann dann, das liege daran, dass Manuelsen nicht auf das vorbereitet gewesen sei, was ihn im Ring erwartet habe, nämlich Bösemann, welcher die Straße in den Oktagon gebracht habe. Es reiche laut Bösemann eben nicht, an den Pratzen gut auszusehen und wie ein Schmetterling durch den Ring zu hüpfen. Auf diese Folge Platzaxt und die Forderung einer Entschuldigung kam dann von Manuelsen tatsächlich genau das, eine Entschuldigung. Ed Bösemann, Holmes verzeiht den Ausrutscher über Glas oder Drugs oder Manipulation, das kam nicht aus meinem Mund, schmier das auf meinen Bart. Du hast fair gewonnen, dein Team und du warst mit Respekt und es gibt nichts dem hinzuzufügen. Von mir aus auch Respekt, dein Sieg ist halal, hör nicht auf links, rechts, ich, Manuelsen, sag das. Und das ist ernst gemeint. Inshallah begegnen wir uns aber nochmal auf sportlicher Ebene. Das ist mein Statement zu dir persönlich, Respekt. Und damit ist das Ding dann wahrscheinlich auch einfach wieder geklärt und der Weg ist frei für den vielleicht kommenden Rückkampf. Eieiei. Doch Bösemann war ja nicht der Einzige, mit dem es nach dem Kampf dann ein wenig aneinander ging. Es gab zum Beispiel auch eine recht ordentliche Eskalation mit Mois. Dieser hatte in einem TikToks-Livestream über diesen Kampf geredet, überwiegend positiv, sich aber für Manuelsen offenbar doch ein wenig zu weit aus dem Respektlosigkeitsfenster rausgelehnt, was dann wiederum zu einer kleinen, aber feinen Eskalation zwischen eben den beiden führte.
Doch auch das ist jetzt anscheinend wieder geklärt. So postete Mois gestern schon eine Instagram-Story, in welcher er sagte, es habe eine unschöne Auseinandersetzung gegeben, à la Kindergarten, aber noch in der Nacht habe er dann mit Manuelsen telefoniert und das Kriegsbeil sei begraben worden. Er hat mich quasi dann besser verstanden irgendwie. Ich habe auch keine Ahnung, wieso die Reaktion seinerseits so war, wie sie war. Gar keinen Plan. Dann meinte ich, hä? Und dann war halt irgendwie wieder alles okay. In einem YouTube-Video darüber sagt Mois dann außerdem, dass dies alles in allem der schnellste Beef seiner Geschichte gewesen sei. Die schnellste Eskalation, lasst uns totschlagen und dann klärende Gespräch. So, das war wirklich so Deutschrap in 5 Minuten mäßig auf so. Mois erwähnt auch, dass er und Manu abgemacht hätten, diese Versöhnung auch öffentlich klarzumachen. Mois selber hatte ja noch gestern diese Instagram-Story gepostet. Von Manuelsen allerdings kam, stand jetzt bisher noch nichts. Naja. Und eine weitere kleine Streitigkeit gab es dann ja auch zwischen Manuelsen und Arafat, nachdem auch Arafat in einem TikTok-Livestream über diesen Boxkampf sprach und Manuelsen offenbar auch hier scheinbar Respektlosigkeiten drin gesehen hatte. Hier aber eskalierte es nicht, es gab lediglich recht sachliche Kritik aneinander. Zunächst einmal äußerte sich darüber dann Ali Boumaier, welcher ebenfalls sehr ruhig und sachlich blieb und sagte, Manuelsen müsse jetzt einfach mit dem Verlieren umgehen. Obwohl, ich weiß, es ist für dich hart, jetzt gerade, weil du hast verloren. Und jetzt hast du diesen Tatendrang. Ich habe gerade verloren. Ah, das kratzt an meinem Image. Jetzt mach ich mit Arafat einfach mal Streit damit. Hm, die Leute sehen krass, er ist immer noch stabil. Hör auf damit, Bruder. Mach das nicht, Wallah. Ich sag dir, das macht das nicht. So zumindest komme es für Ali selbst rüber. Denn es sei doch unnötig, keiner habe beleidigt oder sonst was, sondern es sei einfach nur über Boxen geredet worden. Und darauf folgend gab es dann tatsächlich auch einen gemeinsamen wieder TikTok-Livestream von Arafat, Barello und Manuelsen und Dschihad. Manuelsen beginnt diesen dann mit folgenden einleitenden Worten. Gestern haben wir gesehen, dass die Emotionen von meiner boxerischen Glanzleistung noch ein bisschen in den Adern lagen. Ist aber eigentlich nichts passiert. Es seien laut Manuelsen zwar jetzt keine drastischen Worte gefallen, es habe aber auch alles in allem einfach nicht sein müssen. Arafat wiederum nennt das Ganze dann auch einfach ein dummes Missverständnis und es wird gesagt, dass das alles bereits hinter den Kulissen aus der Welt geschaffen worden sei. Laut Dschihad sei dieser Stream jetzt nur dazu da, allen anderen, die Fitna machen wollen würden, die Münder zu stopfen. Und damit ist dann auch dieses Ding wohl zu. So kann es auch laufen.